Langsam wird es dann doch mal Zeit, euch von meiner Japan-Reise Anfang des Jahres 2023 zu berichten. Und das hatte ich vor, in chronologischer Form zu machen, einfach mal zeigen, was wir an welchem Tag wie gemacht haben. Also schon mal viel Spaß. An Tag 1 des Urlaubs, sagen wir mal so, gab es jetzt leider nicht so viel zu sehen, weil da waren wir noch mit der Anreise beschäftigt. Für mich ging es quasi von Jena erstmal Richtung Merane. Von da aus wiederum sind wir dann weiter nach Prag, haben dort unsere erste Nacht verbracht. Und am Tag 2 ging es dann quasi Richtung Flughafen, von dort aus dann Richtung Helsinki. Und nach einem Zwischenstopp in Helsinki ging es dann auch schon in das Ziel unserer Träume, nämlich Japan. Nach einem doch recht weiten Fußweg waren wir dann auch in unserer ersten Zwischenunterkunft in Tokio angekommen. Das war jetzt nicht vielleicht die geräumigste Unterkunft, aber für die erste Nacht definitiv ausreichend. Natürlich hatten wir uns am ersten Tag auch noch was zu essen gesucht, aber das war es dann auch erstmal damit gewesen. Am vierten Tag ging es dann auch schon Richtung Osaka, was unser erster längerer Aufenthalt dann in Japan war. Mit An- und Abreisetag waren wir insgesamt 8 Tage dort. Und als Unterkunft hatten wir ein Airbnb, richtig traditionell mit Tatami-Matten, einen in den Boden hineingelassenen Tisch, wo man sich am Abend schön zusammensetzen kann. Dann den Badbereich mit den ikonischen japanischen Toiletten. Und der Badkabine mit Dusche und Badewanne inklusive. Dann ging die Unterkunft über mehrere Stockwerke. Auch alles mit Tatami-Matten ausgelegt und auch hier lagen unsere Futons dann aus, wo wir unsere Nächte quasi verbracht haben. Und ganz oben war dann auch noch ein kleiner Balkon mit Tisch und Waschmaschine, da man natürlich nicht für 3 Wochen Klamotten mitschleppen konnte. Und in der Nähe gab es auch einen Supermarkt, der uns mit Lunchboxen und weiteren Essen versorgt hat. Tag 5 war es dann endlich soweit, der erste Tag, an dem wir nicht Gepäck an unser Bein gebunden hatten und wir Osaka erkunden konnten. Ich habe sogar meine erste Packung japanische Taschentücher erhalten. Über eine Ladenstraße
mit Schießständen, wo ich das erste Mal mit Korken schießen konnte. Bis hin zu Arcade-Hallen, wo wirklich alles vertreten war. Gab es natürlich auch jede Menge Gachapon-Automaten, die ich wirklich sehr vermisse. Einen kurzen Blick Richtung Osaka Tower durften wir uns natürlich auch nicht nehmen lassen. Oben wollen wir leider nicht, vielleicht bei der nächsten Urlaub dann. Bevor es dann weiter Richtung Tennōchi Park ging, konnte sich unser Koch natürlich nicht nehmen lassen, in einem Messergeschäft vorbeizuschauen. Leider hat es dann später an dem Tag doch noch ein bisschen geregnet, aber das war jetzt nicht weiter schlimm, denn der Tennōchi Park war trotzdem wirklich sehr schön. Nachdem wir ein bisschen Tauben gefüttert haben, ging es auch noch zu einem kurzen Besuch zum Shaozu-yama. Und auf dem Weg zum Ichin-Shi-Tempel habe ich mein erstes niedliches Verbotsschild in Japan entdeckt. Also Katzen, aufgepasst, ihr dürft kein Rad fahren. Danach ging es dann direkt zu dem Horikoshi-Jinja-Tempel. Wo auch wunderschöne Touris standen. Und damit ist auch schon der erste richtige Tag in Japan um gewesen und auch das Ende des ersten Videos erreicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Tagen.